Jo, was geht, Freunde? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Plants vs. Zombies Pack Opening. 1,5 Millionen heute, Freunde. Das gönnen wir uns nochmal ganz gediegen. Ihr seht, Freunde, ich habe 7,3 Millionen Münzen. Und bevor jetzt einige fragen, Marcel, wo hast du die Münzen her? Ja, Freunde, ja, das kann ich euch noch nicht sagen. Ich weiß noch nicht, wie lange ich das so durchziehen kann. Das müssen wir mal gucken. Aber ich mache jetzt erst die Pack-Openings und dann werde ich es euch vielleicht mal sagen. Heute, Freunde, 1,5 Millionen geht auf jeden Fall klar, würde ich sagen. Und ich würde auch sagen, Freunde, wir warten gar nicht lange. Ja, lasst uns sofort die ganze Sache hier durchziehen. Phänomenale Spieler-Charakter-Pack, Freunde. Wir wollen neue Spieler, neue Charakter haben, Freunde. Deswegen, wir geben sofort Gas für 1,5 Millionen. Heißt, wir hören bei 5,8 Millionen auf. In dem Sinne, los geht's. Naja, ah, das scheint ein Ingenieur zu sein. So sieht's auch aus. Und das ist der Z-Wody. Okay. Schauen wir uns den Z-Wody doch mal direkt an. Würde ich sagen. Wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? So, jetzt haben wir mittlerweile auch drei. Na gut, zwei Varianten. Und einmal den normalen Ingenieur haben wir. Er hat jetzt wenigstens mal eine vernünftige Hose an hier. Anscheinend. Also man kann nicht mehr so das Maurer-Dekolleté sehen. Ne? Schöne Bassbox hinten drauf, Freunde. Geht auf jeden Fall klar, würde ich sagen. Ach ja, das ist ja der hier mit. Genau. Mit dem Trommelfellfetzer. Richtig gut. Stimmt, wo man hier durchgehend halten kann. Passt auf jeden Fall. So, nächstes Pack. Neues Glück. Weiter geht es. Ich bin ja immer noch darauf und dran, einen Anyman-Legendären zu bekommen. Das ist aber nur ein super seltener Pirat. Das ist Captain Haifischzahn. So schaut es nämlich aus. Kennen wir noch aus unserer Beta, aus dem Pack Opening. Da haben wir Captain Haifischzahn ja auch gehabt. Sehr, sehr cooler Charakter, muss ich sagen. Hat zwei verschiedene Angriffsformen. Ja, geht auf jeden Fall klar, muss ich sagen. Einmal hier so. Ich glaube, das ist, glaube ich, der Haibiss selber. Und hier vorne können wir dann den Laser schießen, halt, wenn wir zielen. Geht auf jeden Fall klar. Ne, auf jeden Fall. So, Freunde, noch nicht das große losgezogen, aber ich bin da sehr zuversichtlich, dass da definitiv noch etwas kommt. Eine Sonnenblume, die ist nur selten und das ist die. Das ist die Flickenblume. Ah ja, okay. Sieht auf jeden Fall auch interessant aus, muss ich sagen. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Sind so ein paar Flicken drauf genäht, deswegen natürlich auch Flickenblume. So, Teamwechsel. Da haben wir sie. Jetzt haben wir mittlerweile schon drei verschiedene Varianten der Blume und die ist auch nur selten. Erwischt Gegner mit dem Regenbogen Sonnenstrahl und erzeugt bleibende Extrasonnen. Okay, diese Extrasonnen sind ja dann dafür da, dass er die Gegner dann dementsprechend halten. Schöner Regenbogenstrahl, muss ich sagen. Doch, gefällt mir. Korrekt. Wow, wo ist Pack Opening? Da vorne. Man kann ja mittlerweile auch für richtiges Geld, ja, man kann mittlerweile für richtiges Geld Münzen kaufen. Ja, und ich weiß auf jeden Fall, dass 620.000 Münzen 20 Euro kosten. So viel kann ich euch definitiv sagen. So, Giftschnapper, glaube ich, hatten wir sogar schon gehabt. Ich glaube, den Giftschnapper hatten wir sogar schon mal. Ich weiß jetzt wirklich nicht, ob es Doppelte gibt. Oder habe ich den noch nicht gehabt? Kann sein, dass. Doch, seht ihr, haben wir schon gehabt. Deswegen ist er auch Level 3. Schon gewesen. Ja, okay. Das ist unser erster Doppelter gewesen. Ja, ein bisschen schade, muss ich sagen, aber okay. Können wir sowieso nichts dran ändern. So, weiter geht's. 300.000 sind weg. Geben wir weiter Gas. Okay, das ist ein Wicht, Freunde. Das ist der Garnelenwicht. Geil. Der Schrimpwicht. Boah, der geht richtig vorwärts, Freunde. Ich sage es euch. Geht richtig geil ab. Die Wichte finde ich sowieso irgendwie am besten. Nicht von der Spielweise her, weil ich finde einfach da diese dicken Roboter, die sie da runterholen, ne, die finde ich einfach mega geil. Muss ich wirklich so sagen, wie das ist. Ja. Hier so nur 50 Leben und so, das ist schon wirklich schlecht. Ja, das muss man wirklich so sagen. So, ich hole mal eben schnell die Shrimp-Sache hier voll. So, da sind wir wieder, Freunde. Ich habe mal eben schnell den Garnelen oder den Shrimp-Roboter. Habe ich mal eben schnell ran hier geholt auf den Meter. Kennt ihr auf jeden Fall aus der Story. So, Muschelpower haben wir hier. Dann haben wir.
Okay, so ein. Ja, was ist das? Ah ja, krass. Okay. Ja, so schaut's auf jeden Fall aus, Freunde. Okay, das können wir recht zügig machen, wie ihr das sehen könnt. Also der jumpt hoch und dann schön Wasserfontäne von hinten ab nach vorne gezischt. So soll es sein. So, Freunde, weiter geht's mit den Packs. Da geht's hin. Juhu. Ja, geht auf jeden Fall schneller. So, neues phänomenales Spielercharakterpack. Und wir haben einen Zombie. Das müsste der Tarnsoldat sein. So schaut es auch aus. Der Tarnranger. Alles klar, haben wir den mittlerweile auch. Boah, die Garnele macht voll die komischen Geräusche. Habt ihr gehört? Richtig krass. So, hier, wir haben ja schon den Parkwächter-Soldat, hier jetzt haben wir den Tarnranger. So eine Art Scharfschütze. Seht ihr? Zack, 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 Tarnüberraschung. Ein Schuss, nicht automatisch. Passt. So, weiter geht es. Ah ja, eine Rosi. Okay, ist das... Was ist das? Da ist die Feuer-Rosi. Ah ja, okay. Ist leider auch nur selten. Mein Gott, was ist denn hier mal mit Legendär, Freunde? Was ist denn hier mal mit Legendär? Jetzt so langsam wird es aber mal Zeit hier, ne? Die alte Feuer-Rosi. Rosi finde ich sowieso brutalst überpowered hier in dem Spiel, ne? Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Ich bin einfach der Meinung, die ist einfach OP. Einfach OP, ja. Okay, wir können hier gedrückt halten, wie ihr sehen könnt. Okay, also in dem Feuerball möchte ich nicht so gerne rein, würde ich sagen. Jetzt machen wir mal die Augen zu. Ah, ein Klempner. Okay, wieder einen neuen Ingenieur dann halt, der ist auch nur selten. Mann, ey, jetzt gib mir da mal was Gutes, ey, gib mir da mal eine neue Citron. Oder gib mir mal endlich diesen Disco-Schnapper. Viele haben ja gesagt, das ist dieser legendäre Einhorn-Schnapper. Aber das glaube ich nicht, Freunde, weil, ich kann euch das gleich einfach mal zeigen, warum ich das für mich selber nicht glaube. Weil nämlich, dieser legendäre Einhorn-Schnapper, der sieht einfach anders aus als dieser Disco-Schnapper. Ja? So, hier haben wir den, der schießt halt mit Pömpel. Ja, geht auf jeden Fall auch klar, muss ich sagen. So, ich will euch das einmal zeigen. So, ich nehme mal nochmal eben schnell die Rosi, weil ich muss zum Stickerheft gehen. Hallo? Tür zulassen bitte, danke. So, einmal schnell zum Stickerheft. Weil das da nämlich auf jeden Fall auch so aussieht. Befördern. Ey, letztes Mal konnte ich die noch einsehen. Das gibt's doch nicht. Ah, okay, hier. Wo ist der? Der da. Hier, der legendäre, der rechte. Es kann... Okay, da brauchen wir zwei Aufkleber für. Kann es sein, dass wir für legendär extra die kleinen Packs aufmachen müssen? Kann das sein? Frage ich mich jetzt gerade ehrlich. Hier sind ja auch neue Fähigkeiten. Müssen wir... 426, 470, ach so, okay, das sind vielleicht, da müssen wir wahrscheinlich extra die Packs aufmachen, denke ich mal. Also glaube ich jetzt einfach. Obwohl, hier gibt es ja gar keinen legendären, so wie das aussieht, hier auch nicht. Gut, ich weiß es aber auch nicht. Kann ja auch sein, dass ich mich gerade hier, gibt es auch nur zwei. Seht ihr das? Das ist doch, ach, ist das nicht diese Eisenkugel? Ist der doch, oder nicht? Das sieht aus wie Eisenkugel, definitiv. Aber der scheint wohl legendär zu sein. Okay, krass. Also müssten wir auch mal ein Pack-Opening machen, nur mit, ich denke mal, mit diesen hier, oder? Seltsamerweise in dieses Pack keine Hyäne, aber dafür 7 Gegenstände mit hoher Wahrscheinlichkeit, einen Spielercharakterteil und mindestens einen super seltenen Gegenstand. Einmal Hilfe. Okay. Um der besten Chance auf super, oder hier.
Genau, ihr wundersames Pack voll. Wundersam enthält sie, garantieren mir mindestens ein super seltenen Gegenstand oder eine solche Einmalhilfe oder der besten Chance auf super Spielercharakter. Ja, sicher, auf sowas auf jeden Fall. Ich glaube, sowas müssten wir dann öffnen. Ja, wir werden sehen, Freunde. Wir haben auf jeden Fall noch genug Kohle. Ich werde die definitiv heute mit Videos auf den Kopf hauen. So, das müsste die Pharaonen-Schlangenblume sein. Sonnenpharao, genau. Sieht auf jeden Fall auch gut aus. Geht auf jeden Fall auch klar, muss ich sagen. Der Kollege hatte die nämlich schon gehabt. Da haben wir sie. So, jetzt haben wir ja schon wieder noch eine Sonnenblume. Ey, kriegen wir erst die Sonnenblumen voll. Gibt's doch gar nicht, oder? Soll uns mal hier neue Zitronen geben. Ja, noch mehr Mais. Ich habe nicht einen anderen Mais als den normalen. Das ist voll kacke. Oder von mir aus noch diesen Drachenwicht. Den möchte ich auch gerne haben. Ah ja, ist ein All-Star. Ein super seltener. Das ist der. Der Baseball-All-Star. Okay. Es gibt ja von jeder Sportart einen. Ja, Eishockey gibt es noch. Dann gibt es sogar noch den Wrestling-All-Star. Den würde ich... Wir kriegen sowieso alle. Ja, da können wir uns... Können wir sowieso sagen, was wir wollen mit dem ganzen Geld, was wir gesammelt haben, kriegen wir sowieso alle. So, hier haben wir den Baseball-All-Star, der natürlich bestimmt mit Bällen schießt, denke ich jetzt einfach mal. Und natürlich auch, ihr seht's, Freunde, schön im Baseball-Outfit. Nummer 63 hat er. Passt. Weiter geht's. Oh, noch eine Blume. Die Metallblume. Super selten, okay, die kenne ich noch gar nicht. Hat die mehr Leben als die andere, weil die dann aus Metall ist? Wir werden es herausfinden, Freunde, wir werden es herausfinden. Und zwar erstmal die normale. 100, okay. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. 150, Tatsache. Krass. Aha, aha, aha. Die Sonnenblume ist wie gehabt. Hm, cool. Boah, geile Metallblume. Richtig gut. Richtig gut. So, Freunde. Weiter geht's. Wieder ein Ingenieur. Was soll das denn, Mann? Den Schweißer. Okay. Schweißer. Ich will eigentlich keine Zombies jetzt, Mann. Ich will mal endlich einen neuen Mais. Ich will einen neuen Zitron. Das kann's doch nicht sein. Das kann's doch nicht sein. Ja, bei ihm sieht man auf jeden Fall wieder schön die Kräfte. So muss das, Freunde. Oh Mann, ey. Richtig gut, richtig gut. So. 600.000 haben wir noch für unsere Packs. Da ist ein Schnapper. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ein Rüstungsschnapper. Okay, ich denke mal, da ist genau das gleiche wie der gerade der Metall. Die Metallblume einfach mit mehr Lebenspunkten. Okay. Okay, wenigstens mal was anderes. Ja, wenigstens mal was anderes. Nicht immer nur die Zombies. Da haben wir ihn. So, ich nehme mal eben den normalen, um zu gucken, wie viel Leben er überhaupt hat. 175. Dementsprechend müsste er jetzt ja 225 haben. Kann das sein? Ja, das ist nicht nur sogar so, das ist sogar so. Krass. Okay. Er beißt auch noch fest dazu, ist dafür aber langsamer. Ihr habt es gelesen, Freunde, wenn ihr es gelesen habt. Ich habe es gelesen. Er ist langsamer. Oh, jetzt komm schon. Da ist der Rugby All-Star. Genau. Habe ich schon gesehen an der Mütze, dass das so eine Rugby-Mütze aussieht. Boah, der geht schon ab der Metall hier, ne? Schon nicht schlecht, schon nicht schlecht. So, wie viel fehlen uns denn jetzt hier noch? Vier Stück noch, okay. Sind ja noch einige. Inklusive Tennis da natürlich, weil der ist momentan nur verfügbar. Will ich aber jetzt unbedingt nicht heute haben, muss ich sagen. Rum, dum, 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 dum. Ich finde sowieso, der Rugby-Star ist auf der Zombie-Seite schon mit einer der stärksten. Allein wie der schießt, wie feste der schießt, ne, wie schnell und alles drum und dran. Und was ist das? Das ist Mais. Das ist, was ist das? Das ist Papa Mais.
Das ist Papa Mais. Ist das Papa Mais, weil der so einen Bart hat oder was? Ist das eine Anspielung auf die Schlümpfe? Da ist er. Ja, wenigstens mal einen anderen, muss ich sagen. Wenigstens mal einen anderen. Okay, einen schönen Popcorn-Bart. Sieht schon geil aus, auf jeden Fall. Sein Maiscracker hat einen erweiterten Zoom und ultrapräzise Feuerstöße. Okay, drei Schuss. Ah, damit kann ich nicht schießen, ne? Drei Schuss, das ist nicht so meins. Wenn Automatik, also durchgehen, ne? Oder halt manuell Einschussbetrieb. Aber so drei Schuss, das ist nicht so meins, ne? Lass mal gucken. Das sieht aus einem Wissenschaftler. Dr. Giftig. Ah ja, okay. Gucken wir uns natürlich an. Wo ist er? Da ist er. Boah, uns fehlen aber nur einige, muss ich sagen. Uns fehlen wirklich nur einige. Dr. Giftig ist halt nur selten. Echt schade. Juhu, juhu. Wie viel Schuss hat er denn? 5 auch nur. Ja, der Wissenschaftler hat ja nicht allzu viel Schuss, ne? Da muss man mal wirklich zusammen, wie er ist. Also, ja, ist mehr so fürs Hallen da, denke ich ganz einfach mal, ne? Noch eine Rose. Was ist das? Druidenrosi. Ah, ja. Habe ich auch schon im Online gesehen, Druidenrose. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht, muss ich sagen. So, jetzt haben wir wenigstens schon mal unsere dritte Rosi, beziehungsweise unsere zweite Variante. Und zwar eine super seltene Rosi. Jawohl, Citron haben wir leider momentan immer noch nur ein, oder? Ich glaube, ja. Ja, genau. Pflanzen gibt es irgendwie nicht so viele, ne? Ich kann halt, ja gut, es gibt schon die genaue Anzahl wie bei Zombies, aber die kommen halt nicht so wie die Zombies, ne? Irgendwie kommt auch sehr, sehr viel von den Alten, muss man wirklich so sagen. Erst kommen diese ganzen alten Charaktere, ja, Erbse, Sonnenblume, ganz extrem zu sehen. Ja, Wissenschaftler, noch ein Mais, ich werde bekloppt. Das ist der Grillmais, ja sehr. Das sehe ich doch sofort. Das sehe ich doch sofort. So, hier haben wir ihn. Einen seltenen Grillmais. Sein pikanter Schuss steckt Zombies im Brand und verursacht mit der Zeit Feuerschaden. Okay, das ist also die Feuervariante des Maises. Juhu! Hahaha, geht auf jeden Fall klar, muss ich sagen. So, wie viele Packs können wir noch öffnen? Sieht nach 2 aus, das heißt, dann werden wir auch noch 2. Ja, genau, 2 können wir noch öffnen. Pilotensoldat, Himmelskämpfer. Sieht aus, ja gut, sieht aus wie so ein Pilot. Ob der auch so einen Schuss kann wie das hier? Dass da oben dann der Butterschwarm kommt und richtig abgeht? Wir werden es herausfinden, Freunde, wir werden es herausfinden. Wo ist der, wo ist er, wo ist er? Da ist der Soldat. Himmelskämpfer, nur selten. Mit seiner extrem hohen Feuerrate stürzt sich der Himmelskämpfer mitten ins Gefecht. Okay, geht auf jeden Fall klar, muss ich sagen. Aber extrem wenig Schuss, 25, nicht sehr viel. Aber je mehr man die ja auflevelt, die Charaktere, desto besser werden die natürlich auch. So, letztes Pack für heute, Freunde. Und das sieht nach Cosmic Brains aus. Nach Cosmo Brains. So schaut es auch aus, Freunde. Sehr, sehr cool. Ich habe mal gelesen, ich weiß gar nicht wo, ich glaube hier sogar im Spiel, dass wenn man mit ihm, mit der Fäuste, die Gegner kaputt macht, dass der dafür sorgt, dass die Gegner nicht wiederbelebt werden können. Ich weiß es nicht, ob es stimmt. Vielleicht steht ja hier was dazu. Halte die Feuertaste gedrückt, um seine Fäuste zu laden. Mit Stufe 3 erledigt Gegner... Genau, da steht's doch. Mit Stufe 3 erledigte Gegner können nicht wiederbelebt werden. Das ist doch genau das, was ich gesagt habe. Okay, ich halte mal geladen hier. Ah, er schlägt dann auf jeden Fall zu, richtig? Zack.
Also ich habe gelesen, dass dann so ein schwarzes Loch kommt und dass die Gegner da reingesogen werden. Ich würde sagen, Freunde, da sind genug Pflanzen, um das auszuprobieren. Pass mal auf, ich knall da mal eben hier ein paar der Pflanze. Ja, die sind auf jeden Fall weg. Okay, das geht definitiv klar, würde ich sagen. So, Freunde, haben wir noch doch zum Schluss eher noch was anderes bekommen. Ein Cosmo Brains, wenigstens noch ein von den neuen. Sehr, sehr cool. Freunde, das war das 1,5 Millionen Münzen Pack Opening. Und wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es mir mit dem Daumen nach oben. Abo da lassen, wenn ihr es noch nicht getan habt, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Habt noch einen schönen Tag. Vielen Dank, haut rein und Peace.